Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Zehlen, das Abstimmverhalten im Ausschuss war ein anderes, darf ich Ihnen an dieser Stelle sagen. Frau Präsidentin, mit diesem Antrag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, leisten Sie den Offenbarungsart. Sie dokumentieren darin nicht nur das Versagen der Geschäftsführung der Bäderbetriebe, sondern auch das des Aufsichtsrates und insbesondere seines Aufsichtsratsvorsitzenden. Und gut, dass Sie es sagen, Herr Buchner, es ist eigentlich ein Oppositionsantrag. Und wir sind froh, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Wir finden auch, dass manches konstruktiv dort angegangen wird. Und deshalb werden wir, Herr Zehlen, das sei vorweggenommen, auch zustimmen. Der Antrag an sich stellt eine Bankrotterklärung dar. Er stellt das Versagen der Verantwortlichen offen dar. Erinnern Sie sich an unsere Rederunde vor 4 Wochen zum Antrag, den meine Fraktion eingebracht hat, ein Bäderkonzept für die Bäderbetriebe, unverzüglich, bedarfsgerecht und nachhaltig. Viel Gutes haben Sie damals in der Rederunde nicht an diesem Antrag gelassen, um dann heute in einem Ersetzungsantrag, der kein richtiger Ersetzungsantrag ist, das Thema wieder aufzugreifen. Auch Sie fordern ein Personalentwicklungskonzept, auch wenn erst ganz am Ende. Warum Sie 25 Menschen einstellen wollen, ist dahin irgendwie dahingesprochen. Es ist eine Pi mal Daumenrechnung, denn das, was der Personalrat gesagt hat, schwankte zwischen 30 und 60 Neueinstellungen. Ich denke, hier wäre die Geschäftsführung gefragt gewesen, das selbst darzustellen und nach einem Personalentwicklungskonzept dann auch entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Es ist ein Misstrauen, dass Sie einem neuen Geschäftsführer dort entgegenbringen. Herr Scholz-Fleischmann hatte nicht mal die Chance, irgendetwas einzubringen. Und ich glaube, dass dieses Eingreifen ins operative Geschäft kein guter Vorgang ist. Ich habe das in unserer Ausschusssitzung bereits gesagt. Fair wäre im Übrigen auch gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, den Antrag gemeinsam zu diskutieren. Er hätte nur besser werden können. Denn einiges aus unserem linken Antrag ist nicht reingekommen. Also, wir wollen keine Leiharbeit. Ich weiß, Sie sagen jetzt, es findet schon nicht statt. Die findet statt, wenn auch in einer etwas verwinkelten Art und Weise. Sie haben die Ausbildung von Azubis nicht im Antrag drin. Sie haben Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr reingeschrieben. Ja, ist das Ihr Ernst? Wollen Sie die Öffnungszeiten morgens und abends, früh und spät schwimmen, die ja jetzt gefährdet sind, wirklich reduzieren? Wollen Sie das auf eine Kernzeit von 8 bis 20 Uhr reduzieren? Na, dann wäre dieser Antrag wirklich falsch. Aber ich hoffe, dass das im Verlauf des Prozesses, den ja die Bäderbetriebe dann auch noch machen, korrigiert wird. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Buchner? Ja, bitte. Bitte, Herr Buchner. Liebe Frau Kollegin Hiller, können Sie mir erläutern, warum, wenn die Koalition gemeinsam mit den Grünen einen Antrag mit klaren Aufforderungen an die Bäderbetriebe verabschiedet, warum das denn ein Eingriff in das operative Geschäft ist, während ein Ursprungsantrag von der Linksfraktion mit in vielen Teilen ähnlichen Forderungen kein Eingriff ins operative Geschäft darstellt? Danke, Herr Buchner. Erstens, ich meine, die Grünen haben den Antrag nicht mit eingebracht. Sie haben den an einem Freitagmorgen aus der Tasche gezogen und den anderen drei Oppositionsfraktionen hingelegt. Sei nur mal richtiggestellt. Und zweitens, wir haben operatives Handeln anregen wollen und waren uns der Brisanz durchaus bewusst. Wir wollten ein Personalentwicklungskonzept haben, aus dem man ableitet, wo, in welchem Bad, wann, wie viel Personal gebraucht wird. Sie sagen jetzt, mit 25 Menschen, die hier verstreut werden, ist das erledigt. Und das halte ich für falsch. Generell es ist aber besser als nichts. Und da ich davon ausgegangen war, dass unser Antrag abgelehnt wird, kann man ja hier in dieser Runde dann noch so sagen, dass Oppositionsanträge in der Regel abgelehnt werden, bin ich ja froh, dass Sie das Thema aufgegriffen haben und überhaupt was machen. Denn die Probleme in den Bädern sind offensichtlich. Wer am Sonntag im Sommerbad im Prinzenbad baden wollte, wurde ab 2 nicht mehr reingelassen. Personalmangel. Ich hoffe, Herr Henkel, Sie haben es registriert und ich hoffe, Sie tun was dagegen in diesem wichtigen Bad dieser Stadt. Das Bad in Lankwitz ist regelmäßig morgens geschlossen. Da kommen Leute mit einem Premium-Ticket hin, die haben fast 600 € bezahlt und kommen nicht rein. Ein Unding.
Aber das ließe sich fortsetzen. Heute ab 20 Uhr ist Charlottenburg-West zusätzlich geschlossen. Grund Personalmangel. Also es muss etwas passieren, es muss schnell passieren. Wenn man sich wundert, warum 3 Monate vor Ende der Legislatur, wo man doch 5 Jahre Zeit hatte, etwas zu tun, dieses Thema noch mal so offensiv angeht, wundert man sich schon, fragt man sich, warum macht das die Koalition? Und ich hatte Gelegenheit, dann am Abend nach der Ausschusssitzung mir Pressemitteilungen anzugucken. Also die SPD verkündet, wie auch heute in wirklich einmalig selbstbewusster Manier, wir haben Bäderpolitik auf den Weg gebracht. Die CDU vermittelt den Eindruck in Form von Herrn Melzer, also wir können jetzt auch Starkenwest und Tegel längerfristig öffnen. Das heißt also, hier wird mit dem Bäder, mit der Bäderentwicklung, mit der Bäderpolitik Wahlkampf gemacht, und das halte ich für ein unlauteres Mittel und will es an dieser Stelle auch sagen, aber es ist Klientelpolitik, wie wir sie auch von dieser Koalition gewöhnt sind. Alles in allem gut, dass etwas passiert. Wie es passiert, ist eher nicht der richtige Weg. Dankeschön.